Hallo und herzlich willkommen zum Manga Talk von Kapitel 836, die Vivre Kati Lola gab. Mit dabei der Lars. Hallo, hallo, hallo! Ja, und ich bin natürlich wieder auch am Start. Und wir haben mal wieder eine Coverpage mit Cousin, Der am Phrasen ist. der am Phrasen ist. Und Zeitung liest. Ja, der muss ja irgendwie erfahren, wie viel die Strohhüte jetzt wert sind. Und der Pinguin ist am Grillen. Das verträgt sich nicht gut, wenn ich hab Hunger. Nice. Ja, voll lange vom Cousin nichts gesehen. Hätte auch gern Super Pinguin. Ich hätte gern eine Teufelsfrucht. Ich frag mich, wo er da ist. Einer Insel. Ja, da. Aokiji auf einer Insel. So heißt die. Einer. Okay, alles klar. Ja, noch lachst du. Aber müsste der so als Blackbeard-Pirat nicht, keine Ahnung, bei den Blackbeard-Piraten sein? Und die Revolutionäre platt machen wollen? Sicher. Warum tut er das nicht? Weil er gerade auf einer Insel ist. Und gleichzeitig auf einer Insel ist. Ha! Das wäre voll geil, kriegst du den Anruf von Blackbeard. Ja, wir müssen jetzt das Revolutionshauptquartier zerstören. Nein, ich grill gerade. Wird mich als Blackbeard anzacken. Ja, doch. Vielleicht ein bisschen. Ja, doch. Egal, wollen wir dann zum Kapitel fortfahren? Yo, turn to the chapter. Wir haben ja im letzten Kapitel gehört, wie Olaf, wie wir ihn ja genannt haben, den Namen Lola gedroppt hat und damit den Namen erkannt hat, so als einzige, weil Ruffy inkompetent as fuck ist. Was denn sonst? Ja, wen soll das verübeln? Er ist stark, er ist cool, er ist witzig. Da darf er vergesslich sein. Ja, aber Lola, Nami hatte halt viel mehr mit Lola zu tun. Ja, Namitsu, Junge. Ja, und darüber hinaus erinnert sich halt auch noch daran, wie Purin meinte, einer ihrer Schwestern ist halt weggelaufen, um halt selber Liebe zu finden. Sehr unerfolgreich, wie wir wissen. 4446. Nee, 64. Nee, doch, 46. 0147. 4464, so rum. 01746. 01746. Also wie gesagt, Lola ist halt nicht sehr erfolgreich gewesen. Und sie erinnert sich halt auch an Lola zurück, logischerweise, weil, ne? Der Name wird halt gedroppt. Wäre es irgendwie schlecht, wenn nicht? Da Lola mit ihrer Zahnlücke, wie sie leibt und lebt. Leibt und lebte, ja, das ist Vergangenheit. Ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, von wegen, ja, ist eine große Piratin in der neuen Welt. Wäre immer noch praktisch gewesen zu sagen, ein fucking Yonko. Ist ja nicht so schwer, das Wort auszusprechen, ey. Ja, aber auch in der Wortwahl. Sie ist ein fucking Yonko. Ja, genau, ja. Ne, ohne Spaß. Ich verstehe halt, warum Oda es nicht geschrieben hat, weil, ne, wäre jetzt nicht der Plot des Jahrhunderts gewesen, auch wenn es jeder wusste. Ja. Aber ganz ehrlich, wenn ich ein Yonko als Mutter habe, sage ich, dass ich ein Yonko als Mutter habe. Und nicht eine große Piratin. Ja, Ich genau. meine, sie ist groß. Meinte er die Körpergröße? Wer denn er? Sie. Weiß ich nicht. Gut, aber dann könnte ich auch sagen, ne? Wer ist denn noch groß? Ja, hab ich auch gerade überlegt. Hi Rudin, weißt du, er ist auch ein großer Pirat. Der wurde schon einfach mal gewonnen. One shot. Weißt du, Riesen? Riesen sind alle größer als Big Mom. Ja? Oh, es ist Sind größer halt als Big größere Mom. Piraten. Ja, egal, weiter. Ja, also Nami checkt halt jetzt auch, wie die Fanbase in den letzten 10 Jahren quasi, dass Lolas Mutter Big Mom ist. Jo. Zum Vergleich, Ruffy checkt's nicht. Wie Und immer. Dass Olaf Lolas Vater ist.
immer voll gruselig. Der Vater? Beide. Ja, aber bevor darauf weiter eingegangen werden kann, kommt Randolph einfach mal von Höhe geflogen. Mit einem Kranich. Ja. Der einen Zylinder trägt. Ja. Das Zuru hat mich übrigens voll verwirrt. Ich dachte tatsächlich auch erst an halt, ne? Kranich. Kranich, ja. Ja, das ist kein Pokémon, ja? Das muss sich seinen eigenen Namen holen. Ja, Ruffy bereitet sich schon darauf vor, so den Typen einfach mit einer Jetpistol da wegzusnipern. Mhm. Wenn er sich wahrscheinlich schon auf ihren Tod vorbereitet hat. Richtig. Hätte ich auch gemacht. Aber dann hat sich Cracker dazu entschieden, fuck that shit. Und Randall steuert einfach mal in den Boden rein. Weil das tue ich auch immer, wenn ich Angst habe. Ja, für Sicherheit. Alter, sein Gesichtsausdruck spricht auch Wände. Wörter. doch. Bände. Barrier. Boah, mein Gott, was ist denn los mit mir? Ja. Sein Gesichtsausdruck spricht Wände. Und während Randolph halt sich denkt, ja, vor Angst fliege ich in den Boden, entscheidet sich die Bäume dazu, vor Angst einfach zu verwelken. Auch eine angemessene Alternative. Richtig, ja, die können halt nicht so in den Boden fliegen. Sie haben es ja nicht mal probiert. Es sind Bäume. Bäume sind große Blumen. Ja. Die wirkt einfach vor sich in GG. Ich frag mich ja, ob Ruffys Frage, ob das Haki war und dann halt selbst merkt, es war kein Haki. Ob das heißt, dass man das mit Haki auch geschafft hätte. Dass die Bäume verwelken? Ja, rein theoretisch sind die einfach vor Angst ohnmächtig geworden. Etwas, was man mit Königshaki auch hinkriegt. Na guck mal, Angst, ne? Wer Angst hat, ne? Geht halt drauf. Ja. Da haben wir es wieder. Das ist halt auch schon wieder eine Verbindung zu Big Moms Teufelskraft. Richtig, richtig. Die halt sehr auf Angst fixiert ist, was bei Ruffy sehr, sehr schlecht ist. Wie gesagt, der Schatten. Ja, aber bei Nami umso effektiver. Ja, Nami ist jetzt irrelevant. Aber sie ist nicht umgekippt. Sie ist nicht verwelkt. Wäre jetzt auch ein bisschen schlecht gewesen. Unlucky, ja. Ne, aber wie gesagt, Ruffy stand ja mehrere Zentimeter vor Whitebeard und hat ihm ins Gesicht gesagt, ich werde König der Piraten. Ja. Mach ich auch. Ja, nicht. Und wie wir schon mal gesagt haben, wer ist jetzt noch am Leben? Whitebeard nicht. Ach, er ist auch nicht. Ja, und der hat auch gesagt, Whitebeard wird König der Piraten, ja? Alle geirrt. Oh Mann, ey. Weißt du, Whitebeard hat gedacht, er wäre halt voll krass gestorben. Er hat gedacht, Whitebeard wäre voll krass gestorben. Die restlichen Whitebeard-Piraten haben sich gedacht, yo, wir wollen uns jetzt bei Blackbeard rächen, sind alle fast draufgegangen. Richtig. Weißt du, die Whitebeard-Piratenbande? Lappen. Alle. Alle. So, auf jeden Fall, der verführende Wald fragt sich jetzt, was einer der drei süßen Kommandanten macht. Wobei ich mir sagen muss, der Name klingt irgendwie richtig. Ich will's auch nicht wissen, wer diesen Namen, ne? Ja, GG. Es passt halt zum Rest von der Benennung im Big Mom Arc, aber ja. Ja, das Synonym ist ja wohl eindeutig. Das steht nicht für Süßigkeiten, das Sweet. Ja. Ja, und daraufhin meint Cracker, ne, ob er nicht gut genug ist, für mich zu sein, und dann denkt sich das Leben da schon wieder, yo, hör ich mal auf zu existieren. Weil jetzt fangen auch schon die Kuchen an zu schmelzen. Richtig. Ganz ehrlich, wie macht der Typ sowas? Nicht mal Nami hat Angst vor ihm. Alles klar. Haki. Nee, warte. Ja, auf jeden Fall meint er jetzt halt zu Randolph und dem Kranich, dessen Namen wir nicht kennen. Und den wir nicht Kranich nennen können, weil der Name ist schon vergeben. Dass sie halt seinen Auftritt ruiniert haben. Und ist halt voll pisst auf die und deswegen schiebt Randolph die Schuld auf seinen Kranich. Voll geil. I apologize. He forced me. Ja. Liar! You dragged me here!
GG. Übrigens, fand ich da auch wieder komisch, dass Nami angemerkt hat, dass sie sprechen können, obwohl die schon das Krokodil getroffen haben, was auch sprechen konnte. Und Bäume, welche sprechen konnten. Ja. Da müssen wir nicht schon wieder dieses eine Panel einspielen von Ruffy damals. Ist das wirklich etwas, was dich noch besorgt, was dich wirklich noch irgendwie wundern sollte? Ja, ist echt so, ey. Neue Welt, weißt du? Ja, Da nicht mal sollte mehr. dich gar nichts wundern. Ja, aber die haben da zwei sprechende Tiere, während sie Chopper in der Bande haben. Ja? Und Carrot mitgenommen haben. Und Pedro eine lange Zeit auf dem Schiff hatten. Wo ist das fucking Problem hin? Ja, auf dem Schiff, richtig hoch, auf dem Schiff. Ja, Pedro der Baumbüffel. Und Mäste. Was macht. Wie ist Pedro eigentlich undercover in Sweet City? Das funktioniert doch nicht. Der müsste doch jetzt schon wieder auf dem Chateau draufstehen. Ist in der Nähe von Zandi, das ist gut. Nice. Hoffentlich ist er nicht auf einen der Türme der. Einen der Türme der des German Königreichs, wenn die wieder wegfahren. Das wäre unlucky, denn hätte er voll den Zorro gemacht. Niemand macht den Zorro außer Zorro. Achso, Ruffy. Ja. Egal. Ruffy merkt auf jeden Fall auch an, dass der Quacker stark ist. Was halt, was heißt, weil mit Observation Circle kannst du halt sagen, ob der stark ist oder nicht. Das war übrigens meine zweite Lieblingsstelle aus dem Kapitel. Dass Ruffy sagt, dass er stark ist. Ja, der Gesichtsausdruck, das Feeling, GG. Egal, auf jeden Fall erklärt Quacker halt, warum er hier ist, weil Ruffy hat halt Mingo besiegt. Und deswegen hat halt Big Mom Angst gehabt, dass Brulee vielleicht besiegt werden könnte. Und deswegen ist halt er jetzt da. Woraufhin Brulee sich denkt, fuck this shit. Ich muss ehrlich sagen, als ich die Fresse über dem Baum gesehen habe, ne, Ja. dachte ich, da ist noch jemand. Hinter dem Baum. Ne, auf jeden Fall kommt halt jetzt Brulee mit ihrem Monsterbaum an. Tumorbaum, ja. Der halt einfach mal Mustache hat. einen Mustache hat. Und sie meint halt, hätte Big Mom ihr gesagt, dass sie Ruffy töten sollen, hätte sie das sofort gemacht. Sieht auch so aus. Ich denke mal, Big Mom hat ungefähr eine Ahnung, wie stark ihre Bande ist. Und hat damit offiziell bestätigt, dass Brulee schwächer ist als Ruffy. Ich hätte sie übrigens auch schwächer als Ruffy eingeschätzt. Ja, ich auch. Ja, auf jeden Fall der Monsterbaum, der jetzt aufgetaucht ist, heißt Baum. Dabei muss man anmerken, wirklich das deutsche Wort Baum auch im Japanischen. Kingbaum, ja. Ja, mittlerweile ja das Gefühl, wenn Oda sich einen neuen Namen ausdenken muss, hat er einfach so ein Regal voller Wörterbuch stehen und blättert einfach mal durch und denkt sich so, das. Baum, klingt gut. Ja. Das gleiche macht er auch bei Tamago. Da hat er auch irgendwie so einen französischen Wörtergenerator und schreibt einfach das auf, was der ausspuckt. Das ist nice. Ja, ne? Merci, s'il vous plaît. Bonjour. Je Omelette du m'appelle fromage. Fromage, Baguette, IAT, Ja. Crivounouille, Crème brûlée, Boucher avec Croquembouché. moi, et Croquembouché, Suissard, Ja, auf jeden Fall un, der Kingbaum deux, trois, ja. meint halt, dass bisher niemand, der in den verföhnenden Wald gegangen ist, jemals wieder rausgekommen ist. Und Völker meint halt, oh, das ist schön und alles, aber das Problem ist, die haben halt keine Zeit dafür, weil morgen kommen die restlichen Windsburg-Brüder an. Ich frag mich ja, warum die das so geschrieben haben, von wegen die Rest, also alle der Windsburg, alle Brüder der Windsburg-Familie. Ist das vielleicht eine Anspielung, dass es noch mehr gibt? Weiß ich nicht, kann sein, ne? Wer doch nicht. Es gibt halt nur sehr, sehr Vielleicht viele auch Brüder. nicht. Mit So vier. ist es. Sind viele. Ja, bei 85 Kindern auf Big Moms Seite. Ah, ja gut, das sind Scheiß dagegen. Ja, genau. Und Quacker erinnert halt Brulee nochmal daran, diese
dieser Zusammenschluss mit der Winsberg-Familie ist halt ein Event, auf den Big Mom sehr lange gewartet hat, weil sie kriegen halt nicht nur die German Double Six, die halt anscheinend sehr geil ist, weil die schmeißt sich einfach mal vor Sperre. So easy going. Darüber hinaus kriegen die halt auch noch die Wissenschaftsabteilung. Und damit halt die richtig geile Technologie. Die bisher irgendwie noch nicht so richtig geil gezeigt wurde. Richtig. Weil wir haben Yonji ein bisschen durch die Gegend fliegen sehen. Das kann Sanji auch. Und sein Kopf wurde einfach durchlöchert, hätte ich fast gesagt, durchhämmert. Ja. Aber das hat's halt gesaved, ne? Gefixt. Auf jeden Fall, Bully verwandelt jetzt die Homies, denke ich mal, in Tiere, die für den Rest des Kapitels nicht mehr relevant werden. Ich dachte da, die schießt die aus dem Spiegel raus. Ja, aber wie gesagt doch, sie haben sich in Tiere verwandelt. Also muss ich doch... Ja gut. Wahrscheinlich, weil die Homies eben gerade verweckt sind und weil Tiere nicht verwelken können, ist das so die andere Möglichkeit. Jo. Ja, und weil Ruffy mal wieder das erste aussprechen muss, was ihm einfällt, fragt halt, warum der eine Ass da redet. Woraufhin Bully halt real tired of his shit wird und ihm erstmal zeigt, yo, Chopper und Carrot sind im Arsch. Zwei Sachen dazu. Erstens, gut, Chopper ist noch nicht bei Big Mom. Ja. Wäre schlecht für Chopper. Zweitens, scheiße, er ist im Arsch. Nein, im Spiegel. Ja, das gleiche. Du weißt nicht, woher der Spiegel kommt. Ja, ich hab das eine Theorie. Die hat nicht mit Brûlé zu tun. Also es war halt irgendwie logisch, dass Chopper gefangen genommen wurde, weil der Rumble Ball hält ja nur für 3 Minuten. Ach, richtig. Und dann lag der Typ halt nutzlos auf dem Boden. Ja. Ja, und warum auch immer, zerstört Bruder jetzt einfach mal den Spiegel. Für Sicherheit, ja. Nur damit halt Chopper auflenken kann, dass halt alles noch okay ist. Glaubst du, sie hat das gemacht, weil sobald jemand den Spiegel irgendwie in die Hand kriegt, dass man die beiden dann befreien kann, ohne ihre Kräfte? Gute Frage. Also wir wissen auf jeden Fall, den Spiegel zu zerstören hilft nicht. Ja. Und wir haben mal wieder etwas, worüber man spekulieren kann. Chopper sagt irgendwas zu Ruffy, was wir nicht erfahren. Ja. Glaubst du, er hat irgendwie herausgefunden, wie die Kraft funktioniert, oder er hat irgendwas anderes mitgehört, oder? Boah, das mitgehört, das ist cool. Ich habe irgendwie so gedacht, so yo, im Spiegel Universe of Doom ist irgendwie irgendwas, was man halt so machen kann, weißt du? Wir wissen auch nicht, wo Jinbei ist. Vielleicht ist der in der Spiegelwelt. Nice. Also ich denke mal, Chopper hat irgendwas gedroppt, was Ruffy im späteren Verlauf helfen wird, die noch zu befreien. Ja. Alternativ, allgemeine Teufelskraft regeln, einfach mal Brûlé umnocken. So ist es. Das hilft im Zweifel auch. Das hilft im Zweifel immer. Nicht immer. Doch. Wann denn nicht? Whitebeard hat Akainu ausgenockt, das hat auch nicht mehr geholfen. Egal. Quacker entscheidet sich jetzt auf jeden Fall dazu, Olaf umzubringen, weil der Typ ist halt nutzlos und Big Mom meint halt, Joe, wenn der halt in einem Unfall stirbt, wäre auch nicht schlimm. Und er versucht sich halt zu verteidigen, indem er sagt, dass er auch sein Vater sein könnte. Aber Quacker ist halt... Was denn? Finde ich geil. Ja du, ich könnte auch dein Vater sein, Junge. Scheiße! Denn noch ein Grund mehr. Ja, nee, aber es ist halt so... Er war ja mal ein Mann von Big Mom und damit halt
Stiefvater wenigstens. Ja. Ich glaube, darauf will er hinaus. Ja gut, das kann sein. Aber Quaker meint halt, ja, die 43 Männer, die sie halt vorher hatte, hat sie jetzt eigentlich einen? Nee, ne? Vorher wurde auch gesagt 43. Ist sie schwanger? Weiß ich gar nicht. Kann sie sehen? Man kann doch spekulieren. Ja. Da fällt mir gerade ein, bei 85 Kindern, wenn eine Schwangerschaft 9 Monate dauert, das funktioniert nicht. Wie alt soll Big Mom denn sein? Außer sie ist eine Riesin und kann 300 Jahre lang leben. Boah, die Shuttle ist doch bestimmt 150 oder so. Sieht besser aus als Kulea. Kulea sieht besser aus als sie. Ja, auf jeden Fall, die 43 vorherigen Männer sind halt nichts als Außenseiter, die halt nicht blutverwandt sind, was übrigens eine fette Lüge ist, weil die sind alle blutverwandt, aber okay. Mhm. Aber womit er recht hat, ist halt, dass wenigstens Chiffon und Lola seine Töchter sind und mit denen ist halt blutverwandt. Aber das ist halt Quaker scheißegal. Ja. Wenn das aber nicht scheißegal ist, ist Ruffy, der einfach mal das Schwert wegkickt, weil er halt geil ist. Das ist meine Lieblingsszene aus dem Kapitel. Mir fällt jetzt erst auf, dass er Rüstungshaki benutzt. Echt? Das war das erste, was mir aufgefallen ist, Gefühl bei Schwarz-Weiß, Alter. Hm. Ja gut, das wäre jetzt wahrscheinlich jetzt auch der Fuß 2. Ja, und dann macht er erstmal seinen geilen Backflip, wie das im letzten Kapitel scheinbar jeder macht. Mhm. Bald sehen wir es Chopper machen. Sehr bei Buch bestimmt lustig aus. Der wird sich dabei irgendwas brechen. Ja, und mit einer gezielten Gum-Gum-Axt befreit halt auch Olaf aus Quackers Griff. Und ohne Spaß, Ruffy sieht pisst aus, das ist schlecht. Ja, und Quacker will halt wissen, ob das irgendwie Mitleid ist. Und Ruffy erwidert halt nur, ja, dass Quacker halt ihn so lange kannte und trotzdem halt keinerlei Gefühl für ihn hat und deswegen ist halt jetzt pisst. Kann ich nachvollziehen. Quacker ist voller Wichser. Ja, und wegen dieser kurzen Kampfszene, wo Quacker eigentlich nichts gemacht haben, haben jetzt alle Angst vor ihm und rennen weg. Vor allem der Kuchen hat einfach mal den Blick purem Horrors im Gesicht. Ja. Verständlich. Ja. Der Kuchen. Ich finde Dings auch ganz geil. Oh! Oh! Vor allem auch, wie der so kleine Füße hinkriegt. Der ist doch bestimmt nicht schnell auf den Füßen. Egal, während halt Ruffy und Quacker sich battlen, läuft halt Nami zu Pound, weil wir erfahren jetzt seinen Namen. Ich fand Olaf besser. Ich auch. Pound Olaf! Zusammen. Und die beiden rennen jetzt halt gemeinsam weg. Und ich schätze mal, Brûlé gibt halt den Homies den Befehl, die halt zu verfolgen. Ja, warum? Und die meinen halt, tja, solange wir nicht halt Quacker entgegenlaufen müssen, ist halt alles okay. Aber, ja. Bevor halt die Homies die beiden umbringen können, holt Nami die Vivo-Card von Lola hervor. Die erstmal... Was denn? Nix. Die hat erstmal instant anfangen zu leuchten, as fuck. Ja, Haki. Und halt alle Homies abschreckt. Und Brûlé will halt wissen, was jetzt plötzlich los ist, weil alle einmal so vollkommen geschockt sind. Vor allem der Baum ganz links, der denkt sich einfach mal, wow. Wow. Ja, und Baum erklärt halt, dass sie sich nicht diesem Mädchen widersetzen können, weil sie halt die mächtige Seele von Big Mom spüren können. Ist jemals erklärt worden, dass die Seele in der Vivo-Card drin steckt? Ich glaube nicht. Also ich meine, man könnte man ja nachvollziehen, weil Ace Vivo-Card ist ja weggebrannt. Warum sollte eine Karte wegbrennen? Hm. Das wurde, glaube ich, nie wirklich erklärt. Also es wurde halt immer erklärt, die zeigt halt immer zu dem, zeigt halt auch deren Lebensenergie an, aber dass wirklich die Seele drin steckt. Ist halt schon krass. Vor allem macht es das eigentlich
sogar Nami unverwundbar vor Big Moms Kräften. Weil rein theoretisch könnten ja dann auch ihre Seelen sie angreifen und dann auch vielleicht so reagieren. Aber wir wissen ja nicht, obwohl, sind die eigenen Seelen von der Seele irgendwie beeinflusst? Ich komme jetzt schon durcheinander, Alter. Ich hatte eine schlechte Mathe-Note, Junge. Ja, halt die... Wie heißen die nochmal? Die Seelen von Big Mom, die rumlaufen und die anderen Seelen einsammeln? Cremetorte oder so? Nein, keine Ahnung. Ja, komm, sag an, Alter, ich weiß es nicht. Inkarnation. 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 Horcruxe. Haben wir es wieder. Ob die halt irgendwie davon beeinflusst sind. Weil rein theoretisch enthält ja die Vivekart, die Nami gerade besitzt, das gleiche, woraus die auch bestehen. Halt ein Teil ihrer Seele. Ja, aber bevor wir uns all diesen Fragen widmen können, wird Waffe in einen Baum geschleudert, der einfach auch wieder drauf geht. Ich glaube, die Menge an gestorbenen Homies in diesem Kapitel ist einfach ziemlich hoch. Ja, und... Oh, voll traurig, Alter. Schlimmer als Marineford Arc. Das ist der Marineford Arc in der neuen Welt. Und anscheinend hat auch Cracker eine Teufelskraft, die es ihm erlaubt, wenn er auf seine Schulter knopft, dass einfach mal noch mehr Arme rauswachsen. Ah, ich dachte, der bricht sich da was oder so. Ach, Knock heißt ja auch Klopfen, oh Gott! Ja. Und wir sehen halt jetzt im Rokutorio den einen der drei süßen Kommandanten. Oh Gott, ja. 1000 arme Cracker mit einem Kopfgeld von 860 Millionen Berry. Ganz schön viel. Ich glaube, der Junge hat was auf dem Kasten. Ja. Zwei Möglichkeiten, die mir das Kopfgeld sagen sollen. Nummer 1. Ruffy zeigt jetzt erstmal, was er drauf hat. Nummer 2. One Piece endet und Ruffy stirbt. Ja. 860, Alter. Das ist einfach on Mars, Alter. Also nur noch 140.000 zum Jack. Millionen. Also die 1000 besten Piraten werden jetzt sagen, bitch please, Jack hat mehr. Ja. Und 860 Millionen Berry. Ja, und ich glaube, Cracker sagt jetzt auch zu Recht, dass Ruffy keine Chance hat, hier siegreich rauszukommen. Und nur über seine Leiche werden die halt Big Moms Zeremonie stören. Und jetzt kommt tatsächlich die Stelle, die ich am geilsten fand beim Kapitel. Oh ja. Wo Nami zu Ruffy sagt, er soll sich erstmal beruhigen. Er kann jetzt nicht einfach mal alles geben, weil dafür sind die nicht hergekommen, weil die wollen einfach Sanji finden und hier rauskriegen. Oh ja. Und Ruffy sagt einfach, nicht alles geben, ich kenne keinen anderen Weg. Und Kapitel Ende. Ja, bis nächste Woche Donnerstag, ne? Ohne Spaß. Ich glaube tatsächlich, das ist nicht Ruffys normale Art von wegen, der kennt nichts anderes als draufhauen. Ich denke tatsächlich, dass Ruffy im Gegensatz zu Nami hier recht hat und außer Kämpfen gibt's hier keinen anderen Weg mehr, weil ganz ehrlich, wir schleichen uns rein, Geschichte ist längst gelaufen. Die ist schon gelaufen, als Brûlé da war. Die ist schon gelaufen, als die in Chocolate Town waren. Ich weiß nicht, ob... der sieht so awesome aus, Alter. Ganz ehrlich, die Bande ist im Arsch. Ganz ehrlich, ja, aber richtig. Ganz ehrlich, ich hab keine Ahnung. Ich glaube, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob Ruffy stärker ist als er. Ist er nicht. Glaube ich nicht. Deswegen, weil eigentlich, weißt du, yo, Ruffy hat einen Schub gekriegt, hat Mingo platt gemacht, hat Güsse so überlebt, ne? Mingo ist halt, ich glaube, ein Scheiß gegen ihn doch. Der kann doch nicht den... Ach, entweder gewinnt Ruffy richtig, richtig, richtig knapp, meiner Theorie jetzt, ne? Oder geht halt drauf.
Der macht ja nicht einfach Küsse weg. Also, ich habe halt gehört, entweder Ruffy verliert hier halt, wobei ich verlieren tatsächlich als schlechteste Option empfinde, weil, ganz ehrlich, 2 Jahre trainieren, dann die vierte Insel und dann sterben, ist halt Kacke. Wäre ärgerlich, ja. War die fünfte Insel, aber so war halt keine Kampfinsel. Also nicht für die Strohhüte. Für alle anderen Ja. schon. Und keine Ahnung. Also ich habe halt gehört, er kriegt Hilfe. Gut, zu zweit wäre halt auch was. Man muss aber auch dazu sagen, er hat mit Law gegen Mingo gekämpft und Mingo hätte trotzdem fast noch gewonnen. Und Law wäre fast draufgegangen. Ja. Beziehungsweise ist draufgegangen. Könnte natürlich auch sein, es ist ja im Dressrosa Arc angedeutet worden, Ruffy kennt noch eine weitere Technik außer Gear 4. Oder Rayleigh hat ihm auf Aber jeden Fall empfohlen. das wäre zu früh, meiner Meinung nach. Wenn er jetzt alles gibt. Ja, was denn sonst? Ruffy sagt Ja, ja ich hier weiß selbst, es nicht. es gibt keinen anderen Weg mehr, außer alles zu geben. Ja, aber wenn das schon ein enger Kampf wird, wie will er denn überhaupt gewinnen? Also es erinnert mich halt ein bisschen gerade auch an den Kampf gegen Kuma. Obwohl, ich glaube, es war da sogar nur PX4. Wo Ruffy auch sofort in Gear 2 gegangen ist, als die Bande gesagt hat, yo, der Typ ist stark. Also was Ruffy halt auch bei Mingo fast gekillt hat, ist halt so lange in Gear 2 und Gear 3 kämpfen, bis halt Law gestorben ist. Ja. Aber sind wir mal ganz ehrlich, ja, Law wäre fast gestorben, aber hätte Ruffy ihn von Anfang an in die Innenstadt gekongernt, wäre Law ja nichts passiert. Ja gut. Dann hätte man auch nicht 78 Kapitel, wo sie die 10 Minuten runtercallen. Ja, man muss sagen, Gear 4 hat im Endeffekt auch nicht viel bei Mingo geholfen. Und ich glaube auch, ohne das Gamma Knife von Law wäre auch Gear 4 nicht so erfolgreich gewesen. Ah. Man muss ja auch Gamma Knife sagen, ist echt eine richtig geile Attacke, ey. Ruffy hat ja im Endeffekt nicht gegen, also hat ja diese 10 Minuten Pause nicht unbedingt machen müssen, weil Mingo ihn stärketechnisch überboten hat, sondern weil Mingo einfach ein mieser Motherfucker war und sich für die restliche Zeit totgestellt hat. Es hat ja ein paar Minuten gedauert, bis Ruffy überhaupt gecheckt hat, dass er Mingo nicht besiegt hat. Ah. Weil, seien wir mal ganz ehrlich, wäre der letzte Treffer, den Ruffy ja noch ausführen wollte, bevor er ohnmächtig wurde, hätte der gesessen, hätte Mingo verloren. Das war einfach Das nur stimmt, ja. das schlechteste Timing ever. Aber nee, passend halt zu dem Auftritt, den Cracker hier gerade hat, habe ich halt auch gehört, dass das nicht der Arc sein wird, in dem die Schrotbande gegen Big Mom kämpft. Und das sehe ich jetzt umso deutlicher. Na, zu schwach halt, ne? Ja, was heißt nicht nur zu schwach, also einmal 860 Millionen Barry, gut. Auch eine Sache, die ich häufiger gehört habe, ist, Kopfgeld sagt nicht alles über die Stärke aus. Und das hatten wir ja auch schon mal groß und deutlich gesagt. Ja, also wie gesagt, Joke, Das ist auch Kopfgeld. so. Ganz ehrlich, Ruffy hat bis jetzt immer Leute platt gemacht, die an sich oder weitaus stärker schienen als er selbst. Ja. Aber 860, das ist einfach ein. One Piece ist einfach zu einem Punkt angekommen, wo ich denke, yo, er kann nicht einfach jeden, der höher ist als er, einfach so fertig machen. Also das Problem ist halt, klar, Crocodile und so weiter hatten halt alle so höheres Kopfgeld. Aber Mingo, die Stärke, die er halt zuletzt gezeigt hat, ist jetzt eine Woche her. Oder 2 Wochen mit den beiden Reisen. Ja. Und es ist halt einfach viel zu früh. Es gab keinen Kampf dazwischen. Es ist halt viel zu früh, dass Ruffy jetzt schon zeigt, dass er mehr als diese 500 Millionen Barry wert ist. Der Arc kann nicht enden und Ruffy ist eine Milliarde wert. Jack, bitch, please. Nee, ja, das Problem ist, das ist halt immer so gewesen. Man kriegt halt ein höheres Kopfgeld als den Stärksten, den man besiegt hat. Und würde halt Cracker jetzt besiegen, ist halt Anwärter für 900 Millionen oder höher. Vor allem als 500 Millionen Barry Dude, nach 860 Millionen Barry, denn joinst du direkt auf 1 Milliarde? Wieso? Ruffy war ja auch von 30 Millionen bei im East Blue gegen Crocodile mit 81 Millionen Barry, was ja auch ein eingefrorenes Kopfgeld war, seit Jahren. Ah. Also er hat schon Leute besiegt, die mehr wert waren als er. Ja, nee, ich meine, wenn Ruffy ihn besiegt und so weiter, ne? Und dann noch weiter
randaliert und so, ne? Und dann wird sein Kopfgeld verdoppelt. Ja. Nee, aber also was ich halt interessant fand, wie gesagt, dass halt das nicht der Arc sein soll, wo die gegen Big Mom kämpfen, weil halt auch ein sehr interessanter Vergleich zu Kaido gezogen wurde, der mir noch nie aufgefallen ist. Oder nie so richtig. Ruffy hat ja mit den Minks und den Samurai und Law halt eine Allianz gegründet. Law hat einen Plan, der laut ihm 30%ige Erfolgschance hat, um Kaido zu besiegen. Und halt jetzt mit dieser kompletten Allianz, mit der kompletten, sagen wir mal sogar mit der kompletten Schrot-Großflotte, mit den Minks, mit den Samurai, mit Laws Bande, mit diesem Plan. Keine Ahnung, ist die Chance vielleicht trotzdem 50%? Und Wenn was hast, überhaupt. ja, und was hast du jetzt in diesem Arc? Ruffy und Nami. Alter, ja. Also, sind wir mal ganz ehrlich, also, wir haben die halbe Strohutbande. Wir haben nicht mal die Strohutgroßflotte, die es wahrscheinlich brauchen würde, um Big Mom zu besiegen. Wir haben die halbe Strohutbande, von denen wir jetzt schon zwei sich abgekapselt haben. Und, sind wir mal ehrlich, Bug und Pedro sind jetzt nicht gerade die übelsten Monster. Das heißt, die würden schon Nee, mal ja. besiegt werden im Zweifel. Die Vierergruppe, die wir hier haben, ist doch nur eine Zweiergruppe, weil Chopper und Kevin zu schwach waren. Ich bin mir auch ziemlich sicher, also es gibt halt 85 Kinder, haben wir schon mal gesagt, das ist halt eine Übermacht. Aber wir haben halt so Purin und Nola. Und ich denke mal auch Chiffon, die keine Kämpfer sind. Also kann auch sein, dass ich die vollkommen falsch einschätze, aber die wirken halt nicht wie die Kämpfer auf mich. Nö. Also deswegen sage ich mal halt von den 85, die uns halt angekündigt wurden, hat man nicht mal. Hat man irgendwie so 50, 60 Kämpfer. Und jetzt, wo halt hier diese drei süßen Kommandanten vorgestellt wurden, immer noch ein richtig beschissener Name, der deren Stärke überhaupt nicht gerecht wird, habe ich halt das Gefühl, zum Beispiel der erste Sohn ist nicht unbedingt der stärkste, sondern halt diese drei Kommandanten sind die stärksten, weil man könnte halt einen Vergleich zu den drei Katastrophen in der 1000 Bestienbande ziehen. Vier. Waren es vier Katastrophen? Ich glaube. Vier Katastrophen, Entschuldigung. Und dass wir Ja, halt. macht auf jeden Fall Sinn. Also es kann halt nicht sein, dass alle 85 die übelsten Motherfucker sind. Nee, das wäre auch kacke und langweilig. Deswegen habe ich halt die Vermutung, ja, das ist halt im Vergleich zu den vier Katastrophen, der ist halt einer der stärksten. Und selbst da, der ist über Ruffy-Niveau. Es gibt keine Chance, wie sie Big Mom besiegen können. Und ganz Ja, ehrlich. wie gesagt, das hatten wir aber auch schon mal gesagt, dass die halt nur da rein sneaken wollen, was ja jetzt nicht geklappt hat. Ja. Und Sanji und raus. Aber ganz ehrlich, siehst du Big Mom am Ende dieses Arcs fallen? Nein. Wie auch? Also. Die Alte fällt 8 Wochen. Das würde. Ich habe halt so häufig schon gehört, die wird jetzt durch Lolas Vivid Card halt eine Alliierte. Aber das. Nee, das hat sich erledigt. Leute, das hat sich sonst wo schon erledigt. Ohne Spaß, Ruffy und Big Mom haben einen Territorienkampf. Ruffy will, muss ihre Pläne vollkommen zerstören, um Sanji zurückzukriegen. Und der einzige Grund, warum Chopper und Carrot noch leben, ist, weil Brûlé laut eigener Aussage den Befehl zum Töten nicht erhalten hat. Ja. Also, ganz ehrlich, was soll am Ende kommen? Dass Ruffy quasi Big Mom widersetzt, sich Big Mom widersetzen kann, weil er halt keine Angst hat oder weil Nami die Vive Card hat? Das ist ja Bullshit. Das wäre langweilig. Ganz ehrlich, da muss ein richtig heftiger Kampf später kommen. Ich habe halt als Alternative gehört, dieser Arc wird benutzt, um die Winsmoke-Familie zu besiegen. Das wäre natürlich auch cool. Von Das wäre echt wegen. nice. Von wegen nochmal so ein Grund, um Big Mom weiter aufzuregen. Und es wäre vielleicht auch nice, dass man dann halt sieht, wie stark Sanji wird. Oh ja, boah, auf Sanji habe ich richtig Bock. Du ahnst es gar nicht. Weil nach dem Zeitsprung, seien wir mal ganz ehrlich, war da nicht viel. Noch nicht, also, ne? Ah, ich Der hab Junge auch. kommt noch. Ich hab. Vor allem, Oda hat ja gesagt, jo, das wird Sanjis Jahr, ne?
So ganz viel von Sanji haben wir ja auch noch nicht gesehen, ne? Ich habe heute gelesen, 7 Kapitel. Sanji kam in 7 Kapiteln vor. Ne? Sanjis ja. Also ganz ehrlich, das mit dem Windsmoke hat mich schon ein bisschen weggeflasht. Ja, auf jeden Fall. Leider war das letztes Jahr. Nee, aber ganz ehrlich, sowas wie Ruffy wird besiegt und checkt halt, dass die Yonko unterschätzt haben, fände ich aber auch Bullshit, weil dann war der Zeitsprung einfach für Nappes. Ja. Also klar, ich sehe es auch ein, dass Ruffy viel zu schwach ist, um halt jetzt eine Chance gegen Yonko zu haben. Aber wirklich nach. Ganz ehrlich, wie lange sind die jetzt in der neuen Welt in One Piece Zeit? 3 Wochen? Die waren halt 2 Jahre getrennt, waren jetzt 3 Wochen in der neuen Welt und werden halt schon fertig gemacht, sodass Ruffy wieder einsehen muss, er ist zu schwach. Das ist halt Bullshit. Ja. Ich denke Nee, sehe mal, ich genauso. die werden halt unterwegs doch irgendwelche Sachen überkommen müssen, wo man halt merkt, dass sie daran halt stärker werden. Aber das wird nicht dieser Arc sein, wo Ruffy jetzt anfängt, die 3 Kommandanten platt zu machen, um halt während des Arcs diese ultimative Kraft zu kriegen. Wäre halt nice, um halt vielleicht zu zeigen, dass Ruffy nicht allzu schwach ist, wenn er halt jetzt wirklich alles gibt, so G4 und alles, und halt vielleicht auch mit Hilfe von, keine Ahnung, Jinbei, der noch eingreifen könnte, irgendwie knapp ihn zurückdrängen kann. So Fujitora-Style. Ja. Und davor habe ich halt auch ein bisschen Schiss, weil wenn Ruffy schon gesagt hat, yo, warum jetzt vor dem Admiral zurückweichen? Wir sind jetzt, ne, wir haben 2 Jahre trainiert, wir sind jetzt so weit, habe ich Schiss, dass er Big Mom angreift, weil ich nicht glaube, dass er gewinnen kann. Nee, ich bin da komplett deiner Meinung. Alter, du hast gerade so viel gequatscht. Nee, ich habe schon vergessen, was du am Anfang gesagt hast. Aber ich bin deiner Meinung tatsächlich. Ich denke auch, dass Ruffy einfach ein Lappen momentan noch ist. Im Gegens also im ne, Vergleich zu Big Mom. Oder dass der einfach noch nicht, dass es einfach noch nicht geht. Wenn er bei dem Kommandanten schon all in geht, dann was will er denn gegen Big Mom machen? Also ich kann mir jetzt halt gut vorstellen, er sagt jetzt halt auch beim Kommandanten von wegen, weil Nami hat denn die Ansage bei auf das Rosa noch nicht gehört. Von wegen, wir sind jetzt in der neuen Welt, es gibt keinen Grund mehr zurückzuweichen und vielleicht deswegen wirklich all out geht. Aber deswegen habe ich halt auch Schiss, weil ich kann dann halt Ruffy auch nicht die. Oh, Entschuldigung, hier war eine Mücke. Tut mir leid. Ich kann dann halt nicht sehen, wie Ruffy vor Big Mom steht quasi und dann sich zur Flucht entscheidet, weil das ist nicht Ruffy. Deswegen muss es irgendeinen Nein. Grund geben, warum die fliehen müssen. Ja. Sehe ich komplett genauso. Das Problem ist, warum ich jetzt halt auch so 10 Minuten Quatsch ist, weil ich halt wissen will, was passiert, aber ich nicht herausfinden kann, was passiert. Weil es erst nächste Woche Donnerstag kommt. Ja, wir werden wahrscheinlich erst ein paar Wochen erfahren, wie man gegen, oder ein paar Monaten, wie Ruffy gegen Big Mom fortfahren wird. Aber. Wahrscheinlich erfahren wir nächste Woche immer mehr, was jetzt mit Dings, mit Cracker passiert und Ruffy. Mehr schade. Echt schade. Das Schlimmste wäre das nächste Kapitel, wenn das sich irgendwie um Sanji oder Jinbei oder Brook und Pedro dreht. Und wir haben einfach am Ende des Kapitels sehen, wie Ruffy offscreen besiegt wurde. Ganz ehrlich, da muss ich aber auch den Zorro machen und die letzten 2 Jahre Training in Frage stellen. Ah. Also allein schon wegen dem Moment von Zorro, was erst der Anfang der neuen Welt, wir können jetzt noch nicht besiegt werden, sehe ich halt nicht, wie Ruffy halt jetzt besiegt wird. Aber ich sehe ihn auch nicht Ah, gewinnen. vor allem, was er halt auf Pankasat gesagt hat, Leute, das ist erst der Anfang, jetzt Leute zusammenreißen, ne? Ja. Gib ihm. Das größte Problem habe ich tatsächlich damit, dass wir halt einfach mal hier die halbe Strohbande haben. Ohne großartige Allianz und deswegen wäre es halt auch im Vergleich zu Kaido irgendwie ein bisschen low, wenn Big Mom so leicht fallen könnte. Auch wenn Ja. ich sie immer noch als Schwächste der Yonko ansehe. Dem muss er was können. Ja, den Vergleich habe ich halt heute auch erst gelesen, woran ich auch gar nicht so gedacht habe. Es braucht die komplette Marine, um Whitebeard zu stoppen. Oh ja. Und Ruffy ist nicht die komplette Marine. Aber ja, da müssen wir wahrscheinlich aufs letzte Kapitel warten, um zu erfahren,
wie Oda diese Situation löst. Jo, bin ich auch für. Das Kapitel heißt Gear 5. Und somit hat Oda die Situation gelöst. Nicht gut? Nee. Gear 2 und Gear 3 kamen auch quasi nacheinander. Gear 6. Gear 5 auslassen. Ja, genau. Ja, also wie gesagt, das war mein Monolog über den restlichen Big Mom Arc, der nicht so ablaufen wird, wie ich gerade gesagt habe. Ja, meiner kommt jetzt. Das, was du gesagt hast. Ich schließe mich meinem Vorredner an. Genau, ich schließe mich meinem Vorredner an. Ja, dann danke ich natürlich wie immer fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid bei einem anderen Video mit dabei und bis zum nächsten Mal. Tschüss.